Seekrauts. Hallo Seekrauts-Freunde, willkommen zurück zur Flaschenpost. Der nächste Versuch. Ich habe vorhin schon meine Flaschenpost quasi fertig gehabt und dann kamen noch zwei wichtige Nachrichten, die ich unbedingt noch mit einbauen wollte. Das ist nämlich der WoWS-Code und das neue Schiff, was im Supertest ist. Gehen wir gleich drauf ein. Also, fangen wir oben an. Kundendienstrichtlinien wurden aktualisiert. Ihr habt sicherlich schon mal die Situation gehabt, dass ihr irgendwas im Spiel verkauft habt. Schiffe, Kapitäne, Module, irgendwie was. Ihr habt euch verklickt, ihr habt zu viel EP umgewandelt, all so eine Sachen. Wird in Zukunft einfacher für uns als Kunden. Gucken wir uns das ganz kurz an. Ich will nur ein paar Sachen herausheben. Premium-Schiffe. In der Vergangenheit konnte man immer nur das letzte Premium-Schiff wiederherstellen, was man versehentlich verkaufte. Und das dürfte auch nicht länger her sein. Das ist, glaube ich, ein halbes Jahr. Jetzt ist es anders. Und zwar könnt ihr einmal alle 6 Monate x-beliebige Anzahl an Premium-Schiffen wiederherstellen. Es ist zwar eine Wiederherstellung, aber das können halt auch 3 Schiffe auf einmal sein. Ihr müsst einfach dafür sorgen, dass ihr die Liegeplätze verfügbar habt, dass ihr die Dublonen oder Credits, je nachdem, was ihr dafür damals bekommen habt, als ihr sie verkauft habt, genug in genügend Anzahl vorhanden auf eurem Account habt, dann werden die Sachen wieder gut geschrieben. Bei mir hat es schon funktioniert. Ich habe die Kutuzov wieder zurückgeholt. Ich habe 10.250 Dublonen auf meinen Account geladen, habe den Artikel geschrieben, also das Ticket eröffnet. Das hat eine Stunde, nicht mal eine Stunde gedauert und ich hatte die Kutuzov wieder im Hafen stehen. Also es funktioniert ohne große Probleme. Auch so ist es bei den Kapitänen. Da kann man alle 6 Monate einen Kapitän wiederherstellen. Und der darf aber nicht länger, her sein als 90 Tage, nachdem man den entlassen hat. Ja, wenn man den auf Stufe 14, also fast Stufe 15 hat, Stufe 14 und 97% Erfahrung, wird er mit der Stufe 14 und 0% Erfahrung wiederhergestellt. Das heißt, die restliche Erfahrung ist dann einfach verloren. Das genauso funktioniert hier mit den einzigartigen Verbesserungen. Man kann, wie gesagt, hier auch Sachen wieder rückgängig machen mit den Dublonen. Innerhalb von 24 Stunden muss der Ticket eröffnet sein und so eine Sachen. Wenn euch da etwas interessiert von, wie gesagt, ich verlinke euch den Artikel definitiv wieder unten in die Beschreibung rein, wie ihr bei uns gewohnt seid. Und dann könnt ihr euch das auch nochmal in Ruhe durchlesen, weil jeder ja ein Stück weit eine andere Situation hat. So könnt ihr euch ganz genau angucken, ob das jetzt eben dann für euch zutrifft oder eben nicht. Zweiter Punkt ist dann die Geschichte mit der Rückerstattung im Spiel, also dass ihr Premium-Spielzeit vielleicht bekommt oder so. Wenn der Server für mehr als 4 Stunden, als vorgesehen sozusagen. Ne? Wenn der Server 4 Stunden nicht da sein soll, dann ist es quasi vorgesehen gewesen. Aber wenn es dann halt nochmal 4 Stunden überschreitet und so weiter, darum geht es hier. Gebt dann eine Info per E-Mail, Portal, Forum. Das ist hier einfach nur mal eine Definition dazu, ja, wo sich dann eben committen, etwas zu tun, wenn etwas ein gewisses Problem auftritt eben. Ja, das sind die Sachen zum Kundendienst. Wenn ihr diesen Artikel dann irgendwann nicht mehr findet, weil ihr das Video zu spät guckt oder wie auch immer, geht auf die World of Warships Seite, klickt hier oben auf Spieler Support und dann landet ihr in dem Bereich, wo ihr euch direkt die Kategorien aussuchen könnt, Spielergüter, und dann müsst ihr hier auf die Informationen klicken und dann könnt ihr von da aus auch eure Tickets erstellen. Loggt euch, vergesst nicht, euch oben einzuloggen. Nächster Punkt ist die Dreadnought und die Vanguard. Die sind jetzt in den Hafen in World of Warships eingelaufen. Sie sind jetzt im Premium Store verfügbar. Geht von 46 Euro und ein bisschen los. Geht hoch bis 120 Euro. Ja, sehr durchwachsene Schiffe. Also zumindest gerade die Vanguard. Die Dreadnought macht mir eine Menge Spaß. Ja, also wenn ihr dazu genaueres wissen wollt, lege ich euch unsere Schiffsvorstellung ans Herz, was wir gerade auf dem Kanal veröffentlicht haben. Verlinke ich euch auch nochmal jetzt oben gerade in der Einblendung. Und eben, da gibt es dann nochmal weitere Informationen zur Geschichte, zur sinnvollen Skillung. Was ist das Problem bei dem Schiff? Was ist gut bei dem Schiff? Wir zeigen euch Gameplay in einem separaten Link dann nochmal. Wir haben einen Livestream gestern fast 4 Stunden lang mit der Vanguard und der Dreadnought gemacht und haben euch da verschiedene Perspektiven vom Schiff gezeigt, haben alles Mögliche ausprobiert. Von daher ist das sicherlich eine Blick wert. So, dann zur Dreadnought kann man noch sagen, das Schiff müsst ihr euch nicht mitkaufen. Es wird nämlich in der Auftragsreihe im Dezember erspielbar sein. Ihr müsst 40 Aufträge erledigen und dann steht die Dreadnought bei euch im Hafen. Es werden dann wahrscheinlich wieder so Sachen sein. Ihr müsst 5 Zitadellen machen innerhalb von 2 Tagen. Ihr müsst das und das machen. Hatten wir alles schon mal. Ihr erinnert euch vielleicht der ein oder andere. Von daher, es sollte aber eigentlich einigermaßen machbar sein, zumindest für die regelmäßigen Spieler. Da sollte es dann möglich sein.
Wie gesagt, ihr könnt auch bei uns auf die Facebook-Seite gehen. Hier ist die Schiffsvorstellung zur Vanguard gepostet. Da könnt ihr direkt draufklicken oder ihr besucht eben unseren YouTube-Kanal und da sucht ihr dann in der Playlist Trockendock und da ist die Vanguard das letzte Schiff, was wir zuletzt vorgestellt haben. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, nämlich das Schlachtschiff, das Schlachtfest-Event. Ihr kennt Butterkeks und seine Events aus dem Forum. Er hat mich angeschrieben und mich gebeten, einmal euch diese Sache so ein bisschen näher zu bringen. Am 1.6. bis 2.6. habt ihr die Chance, an diesem Event teilzunehmen. Ihr müsst das nicht als einzelner Clan machen. Wenn ihr befreundete Clans habt, tut euch zusammen, bildet Teams, meldet euch da an. Es wird ein 11 gegen 11 sein und es wird auch Preise geben, also eine Sachen. Alle Details findet ihr im World of Warships Forum im Bereich Event oder ihr klickt hier bei der Facebook-Seite einfach auf den Link mit drauf. Auch diesen Link gibt es natürlich unten unter dem YouTube-Video, unter der Flaschenpost hier und dann landet ihr direkt da, wo ihr eben hin wollt. Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, immer wieder eine besondere Sache, ist auch sehr, sehr bekannt innerhalb der Szene. Dann kommen wir, bevor wir zu den Clangefechten kommen, zu dem kleinen Dampfer hier, recht süß, ja, ein T5-Kreuzer, leichter Kreuzer, 152mm Kanonen, 25.000 Trefferpunkte, sieht so ein bisschen aus wie eine Aoba auf T5, so im ersten Moment, ja, nicht, dass ich mich besonders gut auskennen würde mit japanischen Kreuzern, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, ich bin sehr gespannt, 13% Brandwahrscheinlichkeit, liest sich schon mal nicht schlecht, Nachladen 10 Sekunden, wir wollen nicht so doll auf die Werte, noch mehr auf die Werte eingehen, es kann sich ja immer alles noch ändern, ihr wisst ja, ja, Development Block heißt ja nicht, dass das so bleibt, wie das eben ist, ja, hydrakustische Suche, naja, mal gucken, wollen wir auf jeden Fall nicht vorenthalten. So typisch japanisch, sieht recht süß, recht nett aus. Also kann man sich drauf freuen. Vielleicht wird das ja mal erspielbar oder das wird doch halt ganz normal verkauft, wie üblich. Ja, gut. Nächster Punkt auf unserer Nachrichtenreihe ist der Designwettbewerb zur Blizzka Wiska. Ihr könnt jetzt abstimmen. Und zwar wurden 10 Tarnungen ausgewählt, die jetzt zur Abstimmung stehen. Skala 1 bis 5, ihr gebt für jede Tarnung eure Punkteanzahl ab. Die Tarnung mit den meisten Punkten gewinnt, loggt euch hier oben ein, klickt hier auf Abstimmen. Möglichkeit besteht vom 18. November bis 23. November, um ja, dafür zu sorgen, dass eure Lieblingstarnung dann eben im Spiel verfügbar wird. Es wird dann wieder so ein Community-Event wahrscheinlich geben, wo diese Sache erspielbar sein wird. Wahrscheinlich durch eine Aufgabe oder wie auch immer, wenn man die Blizzka Wiska eben hat. Ja, keine Ahnung, vielleicht wird die Blizzka Wiska auch komplett erspielbar sein als Premium-Schiff. Wer wissen wir das schon? Das müssen wir halt sehen. Bekanntgabe des Gewinners ist am 29.11. Natürlich hier auf der Portalseite, aber hier natürlich auch in der Flaschenpost bei uns. Kriegt ihr ja immer alle Informationen. So, dann kommen wir zu den Clan-Gefechten. Und zwar scrolle ich hier nochmal ganz kurz nach oben. Das ist jetzt leider von wohin noch so weit unten gewesen. Weil, wie gesagt, die Flaschenpost war gerade fertig. Dann kamen noch Nachrichten, die ich unbedingt mit euch hier besprechen wollte. So, Clan-Gefechte. 7 Spieler können daran teilnehmen. T10-Schiffe, keine Flugzeugträger und nur ein Schlachtschiff im Team. Also nichts Neues im Norden, kann man so sagen. Denn so heißt die neue Saison. Norden. Ja, auch die Ligen haben sich nicht verändert. Hurricane, Typhoon, Orkan, Sturm und Brise-Liga. Ihr müsst dann wieder euch durch die Gruppen arbeiten, um Aufstiegsgefechte machen, um dann in die nächsten Gruppen zu kommen und so weiter und so fort. Findet alles statt und zwar vom 28. November. Warum habe ich hier 24. geschrieben? Das ist eine Fehlinfo. 28. November bis 20. Januar. Das sind quasi dann gut 2 Monate. Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag sind die Tage, wo ihr spielen könnt, immer von 19 Uhr bis 23 Uhr und es gibt auch ein paar leichte Veränderungen. Was passiert, gehen wir erstmal darauf ein, was passiert, wenn ihr Clan schon an den Clan-Gefechten teilgenommen habt. Ihr seid in der Brise-Liga aufgestiegen, Zwangsvoraussetzung, und seid in die Sturmliga gegangen und habt da mindestens 4 Gefechte gespielt, könnt ihr bis zu 200 Punkte mitnehmen. Nämlich pro gespieltes Gefecht gibt es 50 Bonuspunkte. Ja, wenn man nicht aufgestiegen ist, dann fängt man eben bei 0 an und muss sich durch die Brise-Liga nach oben arbeiten. So, Anpassung im Wertungssystem. Ja, es gab in der letzten Saison so ein paar Probleme mit dem Match-Finding. Es war teilweise sehr, sehr stark unterschiedlich. Die Leistungsfähigkeit der Clans war nicht so ausnivelliert, dass es wirklich eine sinnvolle Sache ist, gegeneinander anzutreten.
sondern es waren teilweise Clans, die aus höheren Ligen dann in gegen Brise-Teams gematcht wurden und so eine Sachen. Es wurden teilweise auch gleich immer wieder gleiche Clans gegeneinander gematcht und so. Das wurde jetzt überarbeitet, das Wertungssystem wurde überarbeitet und das soll jetzt weniger häufig vorkommen. Das ist eigentlich so die Kernaussage der ganzen Geschichte. Hoffen wir, dass es so ist. Auch in dieser Saison habt ihr wieder die Möglichkeit, eure Teams einzuteilen in Alpha- und Bravo-Wertung. Ja, jeweils das Team mit der höheren Wertung bestimmt quasi den Rang des Clans. Um das machen zu können, müsst ihr euer Offiziersclub in der Marinebasis auf die zweite Ausbaustufe erweitert haben. Und das bestimmt immer zu Beginn, wenn auf Gefecht gedrückt wird oder kurz bevor auf Gefecht gedrückt wird, wird ganz am Anfang bestimmt von dem Divisionskommandanten respektive vom stellvertretenden Clan-Kommandanten, also oder aufwärts oder Rekrutierungsoffizier oder aufwärts, so rum ist es eigentlich besser gesagt, in welcher Klasse ihr spielt, also Alpha- oder Bravo-Klasse, ne? Wertungsteam, so ist es besser ausgedrückt, ja? Ihr könnt natürlich auch wieder Stahl verdienen, in Summe sind das 11.000 Stahleinheiten, die ihr hier mitnehmen könnt und ja, das geht dann hier los mit den Aufträgen in der Brise-Liga, Teil 1 und 2, wo dann 200 Stahl und Signale gibt. Hier gibt es dann nochmal 500 Stahl, hier gibt es 7 Gefechte zu gewinnen, da gibt es 8. Ich denke, die bauen aufeinander auf und können nicht zeitgleich erledigt werden, auch wenn es jetzt hier nicht steht. In der Sturmliga steht es dann auch da, dass Teil 1 abgeschlossen sein muss. Und da gibt es dann 300 Stahl, ein paar Flaggen und 750 Stahl. Und so geht es immer weiter und immer weiter. Da gibt es dann Premium-Spielzeit, wenn man Orkanliga ist, 30 Tage und 500 Stahl. Also die Belohnung können sich wieder sehen lassen, finde ich. Asiatische Laterne, Free XP und 1000 Stahl. Also hier wird mit Stahl um sich geworfen bis zum Umfallen. Deswegen 11.000 Stahl ist möglich. Also ein großer Anreiz hier, sich redlich zu bemühen. Und die Besten werden hier wirklich krass belohnt. Finde ich toll. Ja, anderer Kampfauftrag gibt es dann auch noch. Ein Clan-Gefecht spielen gibt es mal fünfmal besondere Signale. Wenn ihr zwei Clan-Gefechte gewinnt, gibt es 30 Öl und nochmal Signale. Alles mit den Clan-Gefechten möglich. Der eine Auftrag hier ist nur einmal abspielbar und der ist dreimal am Tag abschließbar. Frei XP gibt es auch geschenkt und dann gibt es hier auch nochmal, wenn ihr vier Clan-Gefechte gewinnt, egal in welcher Liga, gibt es 4 Container zur Sammlung Royal Navy Zerstörer. Das finde ich eine ganz tolle Sache, dass sie da jetzt auch die Sammlung mal mit einfließen lassen. Das war in der vorherigen Situation, soweit ich mich erinnere, nicht der Fall. So, und dann kommen wir zu den Karten. Wird auch da wie immer so sein, dass es wieder hauptsächlich aus 3 Schlüsselbereichen besteht. 40 Sekunden ist die Eroberungsdauer und wenn ihr erobert habt, bekommt ihr alle 30 Sekunden eben, alle 4 Sekunden 3 Punkte gutgeschrieben. Der einzige Unterschied ist die Karte Meer des Glücks, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Da sind es 4 Schlüsselbereiche und auch da bekommt ihr dann alle 4 Sekunden eben 2 Punkte. Wir gehen jetzt hier die Karten einmal durch, das ist hier Land des Feuers. Da wurde wohl hier auch in dem Bereich ein bisschen was überarbeitet. Genauso wie hier die Inselverteilung, die Insel wurde allgemein flacher gemacht, dass ihr von rechts nach links besser wirken könnt. Dann sind wir hier bei den Eisinseln, da wurde die Karte ja auch komplett überarbeitet. Und auch ein bisschen gedreht. Dann haben wir hier Meer des Glücks. Das war vorher diese Geschichte, wo der Cap-Point in dem anderen Cap-Point mit drin war. Sozusagen als Superschlüsselszene oder Schlüsselbereich. Und dann haben wir hier die beiden Caps, die so ein bisschen separat voneinander liegen. Vorher lagen sie in der Mitte. Oder lag einer in der Mitte. Waren es nicht 4, sondern 3. Und diese war noch in denen damit reingewachsen sozusagen. So, dann haben wir hier Weg des Kriegers. Auch da wurde ein bisschen gebalanced. So dass man hier irgendwie die Inseln ein bisschen anders verteilt hat. Also ich habe die Karten nicht immer so direkt vor Augen, aber auf jeden Fall wurde das schon so geschrieben. Dann haben wir hier Schlafender Riese und Tränen der Wüste. Und zu guter Letzt kommt die Karte, die den Namen gibt für diese Clan-Gefechtsreihe, nämlich Norden in der überarbeiteten Version. Gut. Auch in diesem Event wird es wieder Möglichkeiten geben, gemietete T10-Schiffe zu bekommen. Am Anfang werdet ihr über 3 Schiffe verfügen, wenn ihr denn ein Gefecht T8 oder bis T10 Schiffe gefahren seid. Ein einziges Gefecht, egal ob gewonnen oder verloren, schaltet diese Sache frei. Danach habt ihr Yamato, die Hindenburg oder Gearing im Hafen. Ab 14. Dezember dann den Kurfürst, die Sao und die Grosevoi. Und ab 4. Januar werden diese dann wiederum ersetzt durch die Montana, Moskau und Shimakaze.
Die Schiffe sind für einen temporären Einsatz vorgesehen. Ihr könnt keine Tarnung drauf befestigen. Ihr könnt Kapitäne draufschieben, Erfahrung verdienen. Die Kapitäne werdet ihr nicht verlieren. Die Module, die ihr auf diesen Schiffen verbaut, kommen in euer Lager, also Inventar. Der Liegeplatz wird hinzugefügt, wenn ihr über keinen Liegeplatz verfügt. Und er wird euch wieder abgezogen, wenn die Schiffe wieder entfernt werden. Also, ihr könnt euch hier nochmal ganzen Details alle dann durchlesen, wenn es euch betrifft und wenn ihr da Fragen zu habt. Dann gibt es ein neues Schiff für Stahl. Die Bourgogne kommt ins Spiel. Nämlich, sozusagen eigentlich die Alsace, die jetzt dann bloß auf T10 hochgepusht wird mit dem Hauptbatterien-Nachladebooster. Ich denke mal, ist die größere Jean-Bar. Und wird bestimmt eine Menge Spaß machen. Hab aber leider keine Chance, weil ich nicht genug Stahl auf dem Konto habe. Ganz wichtige Information, die ich oben noch verschwiegen habe. Wenn ihr an den kleinen Gefechten teilnehmt, nämlich vom 28. November bis 4. Dezember, also in dem Zeitraum ein kleines Gefecht gespielt habt, könnt ihr alle eure Kapitäne kostenlos umskillen. Und das ist doch nur noch eine nette Sache, egal ob man dann gewinnt oder verliert oder wie auch immer. Nehmt an einem kleinen Gefecht teil und ihr könnt alle eure Kapitäne kostenlos umbauen. Punkt. Ja, das kann man dazu sagen. Finde ich persönlich dann wieder ziemlich genial. Und dann haben wir wieder zum Schluss natürlich einen WoWS-Code wieder für euch. Einfach hier High Explosive Jab eingeben, gebt euch wieder einen Ingame-Auftrag über Signalflaggen und ja, sollte man auf jeden Fall mitnehmen, ist keine große Kunst. Klickt einfach hier oben rauf, den kleinen Haken, Wargaming-Code aktivieren, dann landet ihr auf der Seite, gebt da den Code ein, drückt einlösen, ich habe schon getan. Deswegen sollte jetzt eigentlich eine Fehlermeldung kommen. Gut, kommt jetzt in dem Fall nicht. Aber anscheinend kann ich es auch mehrfach aktivieren, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das dann der Code, der noch dazu hier jetzt verfügbar geworden ist. Den ich jetzt unbedingt noch mit in die Flaschenpost hier reinpacken wollte. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Informationen. Hoffentlich konnte ich euch wieder ein bisschen weiterhelfen und euch nochmal ein paar Gedankenanstöße geben. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst und auf die Glocke klickt, dass ihr kein Video mehr verpasst. Ihr könnt, wie gesagt, auf unserer Facebook-Seite immer sämtlich Artikel, die im Englischen bei Facebook, beim Devblog und so erscheinen, bei uns im Deutsch finden. Die übersetzen wir für euch. Und sonst, ja, wie gesagt, auch im Discord sind wir für euch verfügbar. Einfach in dem Discord joinen. Unten in der Beschreibung steht ein Link. Ja, dann könnt ihr auch direkt mit uns kommunizieren, wenn ihr Fragen rund um World of Warships habt oder irgendwie da Hilfe benötigt, ne? Ich sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Video oder Livestream hier auf unserem Seacrouds-Kanal. Am 20.11. um 20.30 Uhr geht es dann weiter mit dem nächsten Livestream. Also, haut rein. Bis dahin, euer Seacrouds-Team, euer Mara. Macht's gut. Ciao, ciao. Seacrouds.